Donald Nilsson wurde am 1. August 1936 in England geboren. Er war später bekannt als Black Panther. Im Alter von 10 Jahren verlor er seine Mutter und nur ein Jahr später fiel er wegen Ladendiebstahls auf. 1955, im Alter von 18 Jahren, heiratete er und seine Frau überredete ihn, das Militär zu verlassen. 1960 bekamen sie eine Tochter. Bald beging er viele Einbrüche, mehr als 400 solcher Taten werden ihm zugeschrieben. Zwischen 1971 und 1974 beging er 18 Raubüberfälle. 1974 kamen bei Nilssons Überfällen 3 Menschen zu Tode. Am 14. Januar 1975 entführte er schließlich die 16-jährige Tochter eines Busunternehmers und forderte Lösegeld. Das Geld konnte nicht rechtzeitig übergeben werden. Die Leiche der jungen Frau wurde am 7. März 1975 aufgehängt in einem Abflussschacht gefunden. Im Dezember desselben Jahres entführte Nilsson 2 Polizisten, die ihn kontrollieren wollten, mit vorgehaltener Schrotflinte. Bei einem Fluchtversuch der beiden kamen 2 Passanten zu Hilfe und überwältigten Nilsson gemeinsam. Wegen seiner Verbrechen wurde er 1976 zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Jahr 2008 wurde ein Bewährungsantrag abgelehnt. Am 18. Dezember 2011 starb Nilsson eines natürlichen Todes nach Atembeschwerden.